Wenn ihr die ganze Zeit jetzt im Sommer verreist, vielleicht verreist ihr ja auch ins Ausland, dann ist es ja total sinnvoll zu wissen, was denn da überhaupt so passiert. Wenn man jetzt in ein neues Land reist und gar nicht weiß, was da passiert, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Und damit will euch die nächste Gruppe helfen, und das ist die Gruppe Culture Guide. Ich freue mich auf eure Präsentation. So, hallo. Hallo und willkommen zu unserer Präsentation. Stellt euch vor, ihr reist in ein fremdes Land, wo ihr vielleicht nicht wisst, wie das mit den Kul wie das mit der Kultur ist, wo ihr halt nicht wisst, was man tragen soll, was da angemessen ist und so weiter. Das haben wir ein Projekt entwickelt und wir haben es Culture Guide genannt. Culture Guide ist eine App, also um eine Webseite, um genau zu sein, die dir alle Must-Knows über das Land, zum Beispiel die Traditionen und Bräuche, mitteilt. Es könnte dir zum Beispiel zeigen, was du anziehen solltest oder Links sehen wir einmal, wie das Projekt ursprünglich beim Brainstorming geplant war. Oben steht auch noch der Name, der ursprünglich geplant war. Und dann links haben wir, rechts haben wir dann die Aufgabenverteilung nochmal fotografiert. Hier sehen wir die Gruppeneinteilung. Demi und David haben das Frontend gemacht, Felix das Backend, Finn die Datenbank und Remi und ich die Wikidata-Anbindung. Als Technologie haben wir HTML benutzt, Python, CSS und JavaScript. Auf der Website sieht man rechts eine Karte und auf dieser Karte kann man auch auf ein Land drücken. Und dann, wenn man auf ein Land drückt, kommen mehr Details. Diese holen wir zum einen vom Backend, von der ja, und von Wikidata holen wir auch die Details. Links sieht man dann eine Liste mit Ländern. Das sind jetzt nur ein paar Beispielländer, aber da werden dann später noch mehr dazu kommen. Und die kann man auch anklicken. Und da wird dann auch diese detailreiche Ansicht gezeigt. Und diese ganzen Daten bekommen wir vom Backend. Darüber erzählt euch jetzt Felix etwas. Ja, das Backend. Das Backend ist ein Server, der zur Verarbeitung von Daten aus der Datenbank, die hier Finn gemacht hat, abzurufen. Also sie ruft die Daten aus der Datenbank ab und kommuniziert sie dann zu dem Frontend, der sie dann darstellt. Ja, die Datenbank ist im JSON-Format und sie wird halt, sie speichert halt die Daten über zum Beispiel, was du anziehst oder so in diesem Land. Ja, in der Datenbank sind die ganzen Länderinformationen vorhanden, also zum Beispiel, welche Kleidung getragen wird, was typische Gerichte sind und so weiter. Die mussten wir aus dem Internet recherchieren und dann in die Liste eintragen. Die Wikidata-Anbindung. Gemacht haben das ich und Alexis, also ich, Remi. Zuerst haben wir die Länderinfos recherchiert. Anschließend haben wir mit HTML programmiert. Also wir haben erst die Wikidata-Daten abgefragt, dann haben wir sie gefiltert und zum Schluss haben wir es dem Frontend bereitgestellt. Was ist Wikidata? Wikidata ist eine freie, bearbeitbare Wissensdatenbank. Die unterstützt Wikipedia. Wir haben sie mit Hilfe von Datenanfragen genutzt. Um sie als Anzeige im Frontend zu benutzen. Ja, wir haben noch vor, dass man die Daten selbst eintragen kann, also dass die Datenquelle Crowdsourcing sein wird. Das Backend unterstützt es bereits und beim Frontend ist es bereits angefangen, aber es geht noch nicht ganz. Also das sollte aber
wahrscheinlich bald gehen. Rechts seht ihr jetzt nochmal die zwei QR-Codes für den Frontend und für den Backend, die GitLab-Links. Und ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen. Wir wollen uns nochmal herzlich bedanken bei den Mentees, die Emma, Mo, Yannick und Max, die uns unterstützt haben. Und wir danken euch fürs Zuhören. Achso, darf ich sprechen. Vielen Dank. Total cool, dass ihr so viel auch mit offenen Daten gearbeitet habt. Und das ist ja auch das, was uns bei Jugendhack total wichtig ist. Und das ist Open Source wichtig, damit danach immer noch weitergearbeitet werden kann. Und alle sehen, was wir für tolle Projekte machen. Und es ist aber für uns auch total wichtig, was offene Daten sind. Ich glaube, ich sehe in den Gesichtern der ganzen Erwachsenen so ein kleines Fragezeichen. Wollt ihr noch mal einmal erklären, was überhaupt ein Frontend und ein Backend ist? Ja, also das Frontend ist in unserem Fall die Website. Das ist das, womit der User direkt interagiert. Das kann auch eine App sein oder so, aber bei uns war es halt eine Website. Und das Backend ist das, was auf dem Server läuft, das mit der Datenbank kommuniziert und die Sachen ans Frontend sendet. Vielen Dank. Und wie macht man so ein Frontend? Also ihr habt jetzt gesagt, ihr habt mit HTML programmiert. Was habt ihr danach benutzt? Für das Frontend haben wir halt HTML und CSS genutzt. Und JavaScript auch noch beim Frontend, für beispielsweise damit es mit dem Backend kommunizieren kann, muss das JavaScript nutzen. Ja. Voll gut, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sehen alle ein bisschen weniger verwirrt aus. Jetzt können Sie es auch besser verstehen. Vielen Dank für euer cooles Projekt.